Die Museumsbahn fährt nur selten. Auf der Strecke nach Losheim könnte aber mehr Verkehr herrschen, wenn hier einmal auch moderne Triebwagen fahren. Eine Vision, die Silvio Marta vom Museumseisenbahnclub Losheim begeistert. Er sagt, dann müsse der Verein nicht immer wieder um den Zustand der Schienen bangen. Außerdem sei eine zeitgemäße Zuganbindung eine echte Alternative. Ich bin leidenschaftlicher Bahnfahrer und ich fände es gut, wenn ich von Losheim bis nach Merzig mit der Bahn fahren könnte und nicht in den Bus steigen müsste. Anfang des Jahres stellte die Landesregierung erste Pläne für ein saarlandweites S-Bahn-Netz vor. Tatsächlich könnte eine Linie Merzig mit Losheim verbinden. Der Losheimer Bürgermeister will seine Gemeinde zum Knotenpunkt im Nordsaarland machen und das Ringen um den Erhalt der Strecke beenden. Das ist schon seit Jahren eine Hängepartie. Das hier ist ja so ein bisschen ein Sterben in Raten. Und es geht jetzt im nächsten Schritt darum, dass diese Strecke im Verkehrsentwicklungsplan des Saarlandes halt eben in der Priorität nach oben rutscht und damit dann auch eine Aussicht auf Realisierung bekommt. Neben der Losheimer Strecke stehen weitere Verbindungen für Personennahverkehr zur Diskussion. Die Primstalbahn, Biestalbahn und Rosseltalbahn. Am weitesten vorangeschritten die Strecke zwischen Homburg und Zweibrücken. Hier sollen in 5 Jahren wieder Züge rollen. Besonders problematisch die Gütertrasse von Dillingen nach Limbach bei Schmelz. Ein Stahlverarbeiter hat die Primstalbahn von der Deutschen Bahn gepachtet und bezieht darüber seinen Rohstoff. Das beauftragte Transportunternehmen hat schon vor 1 Jahr Alarm geschlagen, weil die Gleise marode sind. Es geht jetzt auf Sicherheit und wenn es dass irgendwann mal die Grenze überschritten ist, ist es dann vorbei. Und hier muss schnellstens was passieren. Doch passiert ist offensichtlich nichts. Der Stahlverarbeiter will sich zurzeit nicht vor der Kamera äußern, aus strategischen Gründen. Nur so viel, wenn die 130.000 Tonnen Stahl pro Jahr nicht mehr auf Güterzügen transportiert werden können, fallen 6.000 Lkw-Fahrten an, zum Leidwesen der Schmelzer. Ich finde es nicht in Ordnung. Aber wie gesagt, mir kann ja nicht gefreut. Das ist nicht gut. Der Verkehr ist sowieso schon zu viel und zu stark. Es ist jetzt einfach mal von Landesebene mal an der Zeit, hier zu sagen, wie geht es jetzt hier weiter. Strecken zu ertüchtigen ist zwar teuer. Analysen haben aber ergeben, der wirtschaftliche Nutzen der Reaktivierungen ist höher als die Kosten. Deshalb fordert der Vorsitzende der Saargrünen und Bundestagsabgeordnete Markus Dressel, nicht nur von Visionen zu reden, sondern endlich zu handeln. Wir haben bisher relativ wenig Engagement der Landesregierung gesehen. Die Bundesregierung weiß von keinen Reaktivierungsplänen. Es sind auch keine Zuschüsse beantragt. Das ist natürlich ein Riesenmanko, weil viele andere Bundesländer da deutlich forcierter unterwegs sind als das Saarland. Dringenden Handlungsbedarf sieht er in Überherrn. Hier, wo ein chinesisches Unternehmen bald schon Batterien für Elektroautos herstellen will. Die stillgelegte Biestalbahn führt in der Nähe vorbei und könnte in Zukunft Mitarbeiter und Güter vom und zum Werk bringen. Man hätte die schon längst reaktivieren können, rein für den Personenverkehr. Jetzt kommt noch die Frachtkomponente hinzu. Und deswegen ist es umso unverständlicher, dass wir jetzt hören, jetzt muss noch mal vertieft geprüft werden. Ich frage mich, wie lange diese Landesregierung eigentlich noch prüfen will, bis sie endlich mal zu einer Reaktivierung kommt. Kommt sie nicht, wird auch hier der Straßenverkehr zunehmen. Das befürchtet auch die Bürgermeisterin von Überherrn. Deshalb erwartet sie, dass die Schienenanbindung ihrer Gemeinde spätestens jetzt nach dem Ansiedlungserfolg mit Priorität vorangetrieben werde. Wir haben schon bevor diese Ansiedlung von Eswold bekannt wurde, hier das Potenzial und auch den Bedarf gesehen. Und der wird durch diese Ansiedlung nur verstärkt. Also von daher gehe ich einfach davon aus, dass die Biestalstrecke jetzt tatsächlich deutlich höhere Chancen hat. Weil nicht alle Strecken reaktiviert werden können, hat der Konkurrenzkampf längst begonnen. Der Losheimer Bürgermeister zieht deshalb einen Trumpf aus dem Ärmel. Seine Gemeinde hat die gesamte Strecke von Merzig nach Losheim gekauft. Es hat ja jede Gemeinde das Recht, mit ihren Argumenten für ihr Projekt zu werben. Von daher denke ich, ist es nicht unser Job, jetzt die Prioritätenliste zu beeinflussen. Ich denke, wir haben gute Karten, weil wir hier im Besitz der Strecke sind und im Prinzip schon fertige Planungen in der Schublade haben. Die betroffenen Gemeinden pochen auf eine zügige Planung.
Denn sie wissen genau, die Fördermittel vom Bund sind begrenzt. Und Reaktivierungspläne hegt längst nicht nur das Saarland. Die Gemeinden sitzen also auf glühenden Kohlen, wollen, dass es endlich vorangeht. Und die Alternative, eben noch mehr Verkehr auf den Straßen, ist alles andere als erstrebenswert. Über den Stand der Planungen spreche ich jetzt mit dem saarländischen Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke. Hallo, Herr Barke. Ja, schönen guten Abend. Wir haben das gerade im Film auch noch mal gesehen. Der Herr Dressel von den Grünen sagt, die Bundesregierung weiß noch gar nichts von den Reaktivierungsplänen im Saarland. Und es ist auch noch kein Geld beantragt. Warum eigentlich? Ja, der Herr Dressel hat in seiner Grundaussage recht. Was er verschweigt, ist, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar keine Anträge stellen können. Herr Dressel weiß, dass wir einen Verkehrsentwicklungsplan auf den Weg gebracht haben. Den werden wir Anfang nächsten Jahres beschließen. Dann werden wir in vertiefte Gutachten einsteigen müssen. Das ist übrigens die Voraussetzung, die der Bund stellt. Denn nur wenn wir in konkreten Untersuchungen Kosten darlegen für Reaktivierungen und Kosten und Nutzen für die Strecke sauber darlegen können, wird der Bund entscheiden, ob er fördert oder nicht. Und in dem Zeitpunkt stellen wir diese Anträge. Lässt sich das denn nicht beschleunigen? Ich meine, der letzte Bürgerdialog in Sachen Verkehrsentwicklungsplan, der war im Frühjahr dieses Jahres. Und es vergeht Zeit. Sie merken ja, da ist ein gewisser Druck bei den Gemeinden, die wollen, dass was geschieht. Ja, der letzte Verkehrsentwicklungsplan unseres Landes stammt aus dem Jahr 1998. Ja. Der musste dringend grundhaft überarbeitet werden. Und das sind Prozesse, bei denen ja immer auch eingefordert wird. Und das ist richtig so, dass wir sehr eng, intensiv die Verkehrsverbände, die Bürgerinnen und Bürger in Workshops einbinden in diesen Planungsprozess. Das haben wir mit viel Qualität gemacht, sehr intensiv. Jeder konnte zu Wort kommen. Jetzt sind die Unterlagen zusammengestellt. Das Kabinett wird im Januar nächsten Jahres abschließend Beschluss fassen über diesen Verkehrsentwicklungsplan. Und dann geht es aber richtig los. Und ich bin froh, dass jetzt viele Kommunen auch wieder auf die Schiene setzen. Denn all diese zu reaktivierenden Strecken sind ja nicht stillgelegt worden, weil das staatlich verordnet worden ist, sondern weil man in den letzten Jahren sehr stark auf die individuelle Mobilität gesetzt hat. Dann ist die Nachfrage nach Transport auf der Schiene zurückgegangen. Und die Folge davon war die Stilllegung dieser Strecken. Jetzt gibt es ein Umdenken, auch aus Klimaschutzgesichtspunkten. Das ist richtig so, das wollen wir heute alle. Aber wir können jetzt nicht so machen, als hätten wir das die letzten 30 Jahre gewollt. Okay, aber jetzt ist ja auch da, die haben sich ja alle zu Wort gemeldet, die einzelnen Kommunen, die eben ihre Strecken gerne jetzt wieder am Netz hätten. Welche hat denn Aussicht auf möglichst baldigen Erfolg? Welche dieser Strecken, würden Sie sagen, kann man als erstes wieder reaktivieren? Also ich glaube, die Rosseltalbahn hat große Chancen, weil sie jetzt schon in den Voruntersuchungen ein sehr gutes Nutzen-Kosten-Verhältnis aufzeigt. Das heißt, die Möglichkeiten, dort viel Transport und viele Einnahmen zu erzielen, stehen im guten Verhältnis zu den Kosten, die man aufwenden muss, um die Investition zu tätigen. Ähnliches sieht es aus bei der Primstalbahn, die mit Abstand den besten Nutzen-Kosten-Faktor in den Voruntersuchungen hatte. Und wenn man dann die Rosseltalbahn gesamthaft betrachtet mit der Biestalbahn, auch mit der Anbindung zu S-Volt nach Überherrn, die jetzt allein betrachtet einen schlechteren Nutzen-Kosten-Faktor hat, gesamt betrachtet mit der Rosseltalbahn, aber ein ordentliches Projekt darstellbar ist, dann hat auch diese Strecke eine gute Chance auf Reaktivierung. Sie sprechen das an. S-Volt, das ist natürlich der große Hoffnungsträger mit dem neuen Batteriewerk bei Überherrn. Und wenn da schon eine Bahnstrecke ist, bietet sich das ja an. Also wann könnte es denn da soweit sein? Ja, wir werden jetzt versuchen, alle zu reaktivierenden Strecken mit einem guten Nutzen-Kosten-Faktor parallel in Gutachten zu beauftragen, sodass wir dann zeitnah auch die Ergebnisse haben, die wir dann in entsprechender Qualität in Berlin vorlegen. Und dann warten wir die Zuwendungsentscheidungen ab und dann können wir auch relativ schnell in die Maßnahmen einsteigen. Aber es darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass wir im Januar den Verkehrsentwicklungsplan beschließen, Mitte nächsten Jahres die Gutachten haben und möglicherweise übernächstes Jahr schon die Transporte auf der Strecke losgehen, also die Personentransporte. Dass so eine Strecke, die teilweise über Generationen, 30, 40, 80 Jahre schon stillgelegt ist, die reaktivierst du nicht ohne grundhafte Erneuerung. Und das kann dann doch auch mit dem Bau der Haltepunkte, mit dem Ausbau der Bahnhöfe, dann nochmal gute, ja, so um die 10 Jahre dauern, bis das endgültig realisiert ist. Das ist ein Dauerläufer. Dann sag ich, wir packen dieses Thema auf Wiedervorlage. Und ich bedanke mich für den Besuch im Studio, ja, Herr Backe. Dankeschön.